Guten Abend, meine Damen und Herren. Es ist mir eine große Freude, Sie bei diesem schönen Wetter so zahlreich zur ersten St. Galler Fachtagung der Information Security Society Switzerland begrüßen zu dürfen. Ich denke, wir haben ein sehr interessantes Programm zusammengestellt zum Thema Cybercrime und die Schweiz. Cybercrime und die Schweiz ist sicher ein höchst aktuelles Thema, welches uns alle betrifft. Weil wir alle sind heutzutage im Internet aktiv, exponieren unsere Daten, exponieren auch unsere Infrastruktur. Wie eine Studie gezeigt hat, welche von einer Schweizer Fachzeitschrift publiziert wurde, ist es in der Schweiz so, dass sich eine Verbesserung der Sicherheit generell abzeichnet, statistisch. Das heißt also, wir sind global eigentlich gut aufgestellt. Die Rangpositionierung, die nimmt generell ab. Das heißt, wir sind vom letzten Jahr, vorletzten Jahr vom 28. Rang auf den 35. Rang zurückgerutscht. Ebenso im EMEA-Rang, wo wir momentan noch auf Rang 19 sitzen oder sind. Doch dennoch, die Schweiz wird nicht von Cybercrime verschont. Gerade wie Sie jetzt in diesem interessanten Programm umfassend hören werden, sind verschiedene Aspekte, die uns alle betreffen. Das Programm selbst hat sehr erfahrene und gute Referenten, welche von ihrer Erfahrung berichten und ihre Tätigkeit uns heute vermitteln. Mein Name selbst ist Lukas Ruf. Ich führe Sie durch die ganze Veranstaltung. Das heißt, ich werde die Moderation und das Time Management übernehmen und werde, wenn die Zeit abgelaufen ist, auf der Seite aufstehen, damit der Referent merkt, die Zeit ist vorbei. Der erste Talk dann von Herrn Rolf Haas von McAfee wird uns zum Thema Entwicklung des Cybercrimes etwas erzählen. Er wird uns die globale Sicht des Cybercrimes, der verschiedenen Hotspots näher bringen und zeigen, wie sich das Ganze eigentlich von einem Hobby von einzelnen Hackern zu einer wirklich ernstzunehmenden Gefahr, zu einem Krieg fast entwickelt hat. Herr Rolf Haas ist, wie gesagt, von McAfee. Er ist seit 2000 in dieser Firma tätig. Zuerst angefangen hat er bei Network Associates, die dann von McAfee übernommen wurde. Er ist aktuell als Lead Security Systems Engineer tätig und organisiert Trainings für Endkunden sowie Fachhändler. Er selbst beschäftigt sich auch sehr aktiv mit dem umfassenden Begriff des Systems Engineering mit Fokus sehr wahrscheinlich auf Sicherheit von Systemen. Der nächste Talk geht dann klar wieder auf die Schweiz ein. Der nächste Talk selbst wird von Marc Henauer gehalten. Er selbst ist bei der Melanie tätig, das ist die Melde- und Analysestelle des Bundes zur Informationssicherung. Das heißt, er ist die zentrale Anlaufstelle. Das heißt, er wird uns zeigen, welche Bedrohung in der Schweiz existiert spezifisch und welche Meldemöglichkeiten vorhanden sind. Cybercrime ist nicht nur ein technisches Problem, es hat sehr viele rechtliche Aspekte, die im globalen Rahmen auch angegangen werden und werden müssen. Beat Lehmann, Vorstandsmitglied von IEEE und Fürsprech, wird uns zeigen, was Cybercrime für eine rechtliche Relevanz vor allem in der europäischen Zusammenarbeit mitbringt. Er wird konkret auf die Resultate der European Cybercrime Convention eingehen, welche 2001 als erste internationale Übereinkunft zwischenstaatlich getroffen wurde und in Budapest unterzeichnet wurde. Ich glaube, es war unsere Bundesrätin, welche das damals getan hat. Dann kommt die Pause. Die Pause wird 10 Minuten kurz sein, der wir uns austauschen können, um nach der Pause wieder gestärkt auf die nächste Serie von Vorträgen warten zu können, auf sie eingehen zu können. Nach der Pause beginnt Ivan Büttler,
mit einem sehr umfassenden und interessanten Vortrag zum Thema, wie sieht das ganze Problem eigentlich in der Unterwelt aus? Das heißt, was ist der Cyber Underground? Was gibt es da für Market Rules, für verschiedene Marketplaces auch? Und was ist da wichtig, die Bedrohung davon? Ivan Büttler ist Geschäftsführer von Compass Security AG und spezialisiert auf Ethical Hacking und ist auch tätig im Bereich Forensics. Nach dem Talk von Ivan Büttler geht es weiter mit Noe Lutz. Er zeigt, dass nicht nur wir Kleinen mit der Problematik von Cybercrime zu kämpfen haben, sondern dass auch ganz große Akteure im Internet davon betroffen sind. Er selbst wird uns aufzeigen, welche Anstrengungen Google im Bereich von Anti-Phishing und Anti-Malware vornimmt. Er kann das aufgrund seiner Erfahrung als Mitglied des Safe Browsing Teams von Google in den USA. Den Vortragsreigen selbst dann wird Thomas Dübendorfer abschließen. Der zeigt uns vor allem auf, was die IEEE uns bringt. Uns allen, das heißt, er wird uns zeigen, welche Entwicklung die IEEE in den letzten Jahren erfahren hat und was wir Mitglieder davon profitieren können. Dieser Vortrag von Thomas führt dann bis zum Ende der Veranstaltung, der Vortragsreihe eigentlich an solche, indem dass wir diese dann mit dem Apero abschließen. Nun liegt es an unserem ersten Sprecher, Herrn Rolf Haas, welcher uns zur globalen Sicht des Cybercrimes seine Erfahrungen